Hallo und willkommen beim Workshop-Special der Akustikgitarre 1 2018. In diesem Workshop möchte ich mir nochmal erinnern an den großartigen Musiker Clan Campbell und ein Stück ein bisschen vorstellen, beziehungsweise die Begleitung eines Stückes, mit dem er bekannt geworden ist. Man könnte auch sagen, ein Stück, das er bekannt gemacht hat. Und zwar geht es um das Stück Wichita Lineman. Was gibt es da musikalisch zu entdecken? Es gibt eine kleine schöne Intro-Melodie, ein kurzes Gitarrensolo und ansonsten eine Begleitung, die harmonisch durchaus interessant ist, aber ganz gut zu spielen. Ist also nicht zu schwierig. Auch Gitarristen mit nicht so viel Spielerfahrung können sich hier schon mal ausprobieren. Was euch auffallen wird, ist, dass fast alle Akkorde irgendwie angereichert sind. Es gibt Major 7 Akkorde, Add 9 Akkorde, Sus 4 Akkorde. Und die Dominant-Akkorde sind alle, oder beziehungsweise der Dominant-Akkord, der vorkommt, ist als Dominant 9 Sus 4 Akkord genommen. Das gibt diesem eigentlich einfachen Country-Song einen ziemlich jatzigen Schuss in der Harmonik und hat mit Sicherheit zur Beliebtheit von diesem Stück beigetragen. Im Video zeige ich euch alle Einzelteile, die im Heft notiert sind, ganz genau, weise ich auf die spieltechnischen Details hin und ihr könnt das Ganze einmal langsam und einmal im Originaltempo gespielt hören und genau studieren und natürlich auch selber mitspielen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß hier im Workshop Special der Akustikgitarre 1 2018. So, ich gehe für euch den Song mal langsam durch. Es geht los mit Abbildung 1, das Intro. 3, 4, 1 und 2. 2, 3, 4, 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es kommt der Vers, gespielt als Achtelnoten mit Abschlägen. 1, 2, 3 und 4. So, die Begleitung des Solo-Parts ist identisch mit der ersten Hälfte des Verses. Danach kommen wieder Vocals für die zweite Hälfte. 1, 2, 3 und 4. Und so weiter. An dieser Stelle kommt ein Fade Out. Jetzt schauen wir uns noch das Solo an. Ich spiele euch mal die einzelnen Linien langsam vor. Wir sind in Abbildung 2. Der Pickup. Musik.
erste Takt. Im Zusammenhang. 3, 4, 1. Zusammenhang in Time. 3, 4, 1. 3, 4. 2, 3. Okay, das war's. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal in Time zu unserem Jam-Track sehen.